Auf meinen Befehl. Für die Rune. Kämpft! So, nachdem wir ja wissen, dass die Zombie-Köpfe nicht so tough sind. Zum Angriff! Hauen wir die mal schnell weg. Hier, zur Ehre Aonirs. So, einer noch und dann haben wir das. Ja, und los! Folgt mir! So. Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Wie steht's? Aber zuerst gibt es eure Belohnung. So, die Schädelmünze, die wollte ich ja wieder haben. Dann auf nach Empyria. Zum Bazar. Speichern. Ihr seid es wieder, seid... So, Zerbietentränen übergeben. Ich nehme sie an mich. Bitte. Ihr habt... So, hier ist er. Wartet. Ich möchte ihn nur noch für einen Moment in den Händen halten. Wundervoll. Man kann... Ja, und irgendwann bricht das ab. Keine Ahnung warum. So, dir verkaufe ich die drei Zauber. So, du verkaufst Runen. Also da ist die Kämpferin, die ich gerne hätte. Aber einen Schützen oder so verkaufst du nicht. Kämpferin. Gucken wir mal kurz, ob noch jemand anders hier Runen verkauft hat. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Nein, du nicht. Du auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Du verkaufst nur Mörser. Du auch, aber Mörser brauchen wir auch keine mehr. Die Quest haben wir auch abgeschlossen. Hier. Aber nur Schrottruhen. Okay. Das heißt, wir verkaufen hier die Runen und
das Zeug. So. Das verkaufen und die Sachen verkaufen. Großer Torschlüssel zum Gefängnisschlüssel zur der Wachfeste. Trickster habe ich 3 Stück, merke ich gerade. Schatten habe ich nur einen. Mentoren, Erzmagier, Helden habe ich alles. So, jetzt hier ausrüsten. Hier den Stab. Dann sie einmal Giftgrün anziehen. Ja. Ringmäßig einen roten Stern und ne, halt ein roter Glanz. Und hier war irgendwo noch ein Wendigkeitsring. Ja. Und dir wollte ich den Aonir-Ring geben, genau. So, das heißt, jetzt nochmal speichern. Die Puppen verkaufen. Was? Zu dir? Ja. Ich. Für einen. Ich möchte. Zu dir? Ja. Ich möchte. Für einen Trick. Für ein. Ich möchte. Zu dir? Ja. Ich. Für einen. Ich möchte. Na. Zu dir? Ja, und ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Für ein. Ich möchte. Natürlich. Zu dir? Ja. Ich. Ich möchte. Natürlich. Zu dir. Ja. Ich. Für ein. Ich möchte. Hier. Zu dir. Ja. Ich möchte. Für ein. Ich möchte. Hier. Zu dir. Ja. Ich möchte. Für einen Trick. Für einen Helden. Ich möchte. Das wäre. Zu dir. Ja. Ich möchte. Für. Ich möchte. Ich hoffe, ich mache das nicht so schnell, ja, dass das ein Problem gibt. Ich möchte. Für. Ich wie? Zu diesem. Ja. Ich für. Ich möchte. Ah, dies ist besonders selten. Zu diesem. Ja. Ich möchte. Ich ah. Zu die. Ja. So. Adeko-Puppen sind weg. Wir haben jetzt sehr viel Gold. Und haben noch einen Haufen Inventar-Sachen, die wir verkaufen könnten. Das kommt allerdings alles dann noch.
Ja. Gut. Speichern wir hier sicherheitshalber hier nochmal und nicht dort, wo wir jetzt gleich hinreisen werden. Denn jetzt geht's weiter im Schlund. So, kurz mal hier lang gucken. Also hier ist auf jeden Fall ein Weg, der wegführt von unserer Basis. Hier sind schon mal Steine. Wir wissen, also ich vermute, dass wir hier dann ein Trollmonument haben. Ja. Da fangen wir auch gleich mit Trollen an. Interessante Wegfindung gerade von mir. Immer ich. Ah, und da ist das Ork-Monument und Eisen. Und nochmal ein riesiger Steinvorrat und Lenia. Niederer Seelenschmied. Die laufen zu den Schadtempeln jetzt wohl. Also ich werde wahrscheinlich wieder hauptsächlich auf Trolle gehen. Oh, man merkt, meine Runenmagie ist sehr niedrig. Oh, immer ich. Werd mir aber die Orks als Unterstützung und als Holzfäller holen. Also Holz und Eisen. Die Rune wird sofort ausgeführt. So, jetzt wird's echt langsam mit der Ausbildung, aber ich darf mir nicht zu viel Zeit lassen. Was ist denn so meine Aufgabe im Schlund? Vernichtet die Seelenschmiede. Die Seelenschmiede bewachen die heiligen Steine bei den Tempeln der Exengötter und erhalten deren Macht. Solange sie nicht vernichtet sind, werdet ihr die Blockade im Schlund nicht durchbrechen können.